Virusmusik ist eine Musikinitiative, die es seit 22 Jahren gibt und die im Grunde genommen so eine Art Selbsthilfegruppe ist, also weil damals zu der Zeit 50% der Frankfurter Musikgruppen und Bands ungefähr, oder lass es 40% gewesen sein, haben in so Kriegsbunkern geprobt. Also da waren halt so Proberäume drin und die wurden vom Bundesvermögensamt verwaltet und die haben das verkauft. Und da sind wir sozusagen mit einer großen Aktion, mit einem großen Festival, sind wir an die Stadt Frankfurt, an die Öffentlichkeit gegangen, um die Stadt dazu zu bewegen, dass sie diese Bunker kauft, um Proberaummöglichkeiten für die darin probende Bands zur Verfügung zu stellen. Also Virus Musikradio ist eine eigene Redaktion im Rahmen oder unter dem Dach von Radio X. Radio X ist ja ein nicht kommerzielles Lokalradio, ist allerdings so gestrickt, dass Radio X quasi nur die Technik und das Funkhaus zur Verfügung stellt. Ansonsten gibt es freie Redaktionsgruppen, die für sich im Grunde eigene Radios sind. Das heißt also, Virusmusik ist eines von 80 Radios, die da drin Programm machen. Und jetzt sind wir halt hier auf der internationalen Musikmesse schon seit 2004, um hier Live-Radio zu machen, also zu senden, also Interviews mit Bands, präsentieren auch die regionale Szene, die regionale Musiker- und Bandszene, weil hier ja ein internationales Publikum kommt und weil es natürlich für die Musiker ganz wichtig ist, aus der jeweiligen Region herauszukommen. Virusmusik macht, ich will es mal so beschreiben, sind so die Gärtner im Musikbusiness. Das heißt also, wir bereiten den Boden für die Pflanzen, die da wachsen können im Musikbusiness. Und da der Musikmarkt komplett zusammengebrochen ist und es ganz schwierig ist für junge Künstler, in irgendeiner Form ihre Musik zu verbreiten oder bekannter zu werden, versuchen wir, neue Wege zu erforschen. Wir machen das alles ehrenamtlich, aber ich glaube, das, was uns treibt, ist, ich meine, Radio machen, wenn du mal angefixt bist, das ist einfach eine ganz tolle Sache. Wir haben auch altersmäßig eine ganz unterschiedliche Redaktion. So alte Knaben wie ich, die schon, also die Baujahr 54 sind, aber auch ganz junge Leute von Bootleg, dem Schülerradio. Da ist das jüngste Mitglied so 15, also Jahre alt. Und die stehen hier aber alle auf Augenhöhe zusammen und gehen ihrer Vision, ihrer Profession nach. Ich würde mir wünschen, für Virusmusik, dass es uns gelingt, die alle zusammenzubringen und dass wir Frankfurt als Musikstadt wieder wertvoll machen. Ansonsten wünsche ich mir, dass die Radiofrequenz, die wir haben, die im Augenblick innerhalb der Stadt ausgestrahlt wird, also ein Umkreis von 30, 40 Kilometer, dass wir einfach ganz Hessen mit unserem Radio, mit unserem Sender bestrahlen können, sozusagen ausgestrahlt werden und dass wir eine sehr, sehr große, wie sagt man, Frequenz hätten im Internet. Und deswegen, wir brauchen kein Geld, wir sind einfach Missionare in Sachen Popularmusik.